Stefan Raab seinen neuen Kandidaten für den Eurovision Song Contest? Unser Star für Oslo heißt, ist das Motto, und in den letzten Jahren ging es ja immer ziemlich in die Hose. Deshalb fragen wir unter unseren Kollegen mal, wen Sie so nach Norwegen schicken würden. Hier bin ich bei den schönsten Moderedakteuren der Welt ungefähr, Caro und Ricarda. Und ihr erinnert euch bestimmt noch an Gildo Horn. Ja, natürlich. Der war ja unser letzter erfolgreicher Teilnehmer beim Eurovision Song Contest. Deswegen, weil es so schlecht lief die letzten Jahre, frage ich euch mal, wen ihr denn nach Oslo schicken würdet. Ich würde Bernd Begemann, den großartigen deutschen Liedermacher, der gleichzeitig auch noch der beste Entertainer ist, schicken. Okay, und du, Caro? Ich bin natürlich Lokalpatriotin und deswegen würde ich Pohlmann ins Rennen schicken. Ich muss ganz ehrlich sagen, es interessiert mich überhaupt nicht. Und mir ist auch völlig bums, wer da hinfährt. Ich würde aber, wenn ich wählen könnte, Gildo Horn hinschicken, weil den fand ich cool damals. Und da wäre Stefan Raab bestimmt auch für. Ansonsten ist es mir scheißegal, wer da hinfährt. Ich fände es schön, wenn es ein ordentliches Deichkind-Konzert wird mit Schlauchboot, mit Bühnestürm und mit Wodka-Wasserfall. Herr Runne ist schüchtern. So. Aber ich wäre auch noch für vielleicht die Ärzte oder die Hosen, die haben eine riesen Fanbase, nicht nur in Deutschland, und deswegen ist mal gute Musik. Der muss hin. Oh. Das ist doch ein super Talent.